Ich habe über 10.000 Euro ausgegeben, um das Traum-Gaming-Setup von jedem von euch da draußen aufzubauen. Ja, das Setup ist komplett dreckig. Über die Kabel will ich gar nicht erst reden. Hier hat seit Wochen niemand mehr irgendwas aufgeräumt. Es muss sich endlich was verändern. Und dafür habe ich mir einige Sachen besorgt. Vom Monitor bis zur Monitoralterung, bis zu Tastaturen und Mäusen, LEDs. Viele LEDs, weil LEDs geil sind. Und sogar Pflanzen. Also, und natürlich ein neuer Tisch. Den habt ihr die ganze Zeit gesehen. Der ist da, das weiße Ding da. Guck mal, wie geil, hä? Mehr dazu später noch im Video. Du willst Monitore? Habe ich sehr viele. Nur, der ist kaputt. Und der da hinten ist vor ein paar Wochen kaputt gegangen. Der hier funktioniert auch nicht mehr. Aber der ist schon alt, deswegen. So sah mein Setup eigentlich vor ein paar Monaten aus. Sogar meine Mutter mobbt mich dafür, wie unordentlich es hier ist. Das ist nicht das, was ihr denkt, okay? Es ist 20.26 Uhr und ich habe noch nicht mal das Setup auseinandergebaut. Aber ich werde es meiner Mutter zeigen. Ich werde dieses Zimmer ordentlich machen. Ein kurzer Snack. Die Monitore sind da, da ein wenig Beleuchtung, hier ist der Tisch, hier ist endlich alles leer und hier ist der Bereich, hier kommt der neue Tisch gleich hin. Auf eine gute Zusammenarbeit. Sobald ich hier sitze, bevor das fertig ist, gehe ich nicht schlafen. Ich habe ein Problem. Das muss jetzt irgendwie auf die Platte. Ich hab's geschafft. Beziehungsweise, ich wurde von meinem Vater angeschrien, als ich die Taschenlampe für ihn halten sollte. Der Tisch steht. Guckt euch das hier mal bitte an. Der Bruder ist einfach fast so groß wie ich. Und jetzt ist es endlich an der Zeit, die ganzen Pakete hier zu unboxen. Es wird so geil. Ich kann Real Talk nicht mehr, Mann. Aber ey, die Monitore sitzen. Nervt mich nicht damit, dass das nicht dieselben Monitore sind. Ich will keinen Kommentar dazu lesen. Woher soll ich das Geld nehmen, um viermal denselben Monitor zu kaufen? Hatte ich nicht, nein. Und damit wäre das erste schon mal fertig. Für die Maus und das Keyboard hatte ich dann zwei verschiedene Optionen, entweder Full Black oder Full White. Boah! Jetzt ist halt die Frage, so? Oh mein Gott! Oder doch lieber so. Das sieht irgendwie mit dem Tisch in der Kombination so clean aus. Ich glaube, ich werde es genau so lassen. Oder? Was sagt ihr? Würdet ihr es auch so machen oder doch andersrum? Ich habe hier kabeltechnisch jetzt alles einmal miteinander connected. Wir ignorieren jetzt einfach mal, wie es hier gerade unter dem Tisch aussieht. Das werde ich auf jeden Fall noch beheben. Macht euch da keinen Stress. Ich habe nur ein Problem. Und zwar dieses Ding hier. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Das hält nicht. Egal, wie sehr ich das drehe, das fällt wieder um. Habt ihr eine Idee, was ich da machen kann? Ich habe das jetzt mal auch provisorisch so hingestellt, damit wir hier wenigstens noch ein wenig Beleuchtung haben. Sollte, glaube ich, so passen. Mein neuer höhenverstellbarer Tisch ist übrigens von FlexiSpot. Ich kann da draufschlagen, wie ich will und es passiert nichts. Es ist stabil. Bei meinem alten Tisch sah das ein wenig anders aus. Wenn man keinen Bock mehr hat zu sitzen. Ey Mann, ich kann nicht mehr sitzen, mein Rücken. Aber ey, genau dafür habe ich ja diesen Tisch.
Und zack, kann man auch im Stehen weiter Arena grinden. Wenn ihr also noch aktuell auf der Suche nach einem neuen Tisch sein solltet, checkt unbedingt den ersten Link in der Videobeschreibung ab. Wir kommen endlich zum geilsten, wenn man ein Setup aufbaut. Zu den LEDs und zur Deko. Vielleicht habe ich ein wenig übertrieben. Und nein, ich bin nicht mit Goofy verpartnert. Wäre aber cool. Aber damit werden wir das Zimmer jetzt geil machen. Ich will auch wieder ein wenig mehr LED im Raum verteilen. Deswegen habe ich mir überlegt, zuallererst hier ein wenig LEDs hinzukleben, damit hier wieder ein bisschen Beleuchtung ist und damit es später in der Cam noch geil aussieht. Als ohnehin schon. Vertraut mir, das wird heftig. Hoffe ich zumindest. Ich habe ein Problem, weil das hier so Stoff ist. Klebt das nicht. Ich muss das irgendwie jetzt mit Klebeband befestigen. Das wird so geisteskrank schwer. Ich hab's Real Talk geschafft. Ja, ich glaube, ich habe ein wenig übertrieben, aber ey, das wird halten. Man kann sagen, was man will, es sieht geil aus. Was soll ich machen? Es geht nicht anders. Ich hab's geschafft. Das Wichtige ist, dass es hält. Und es hält. Es funktioniert. Ich hab Beleuchtung. Let's go! Oh mein Gott. Ich hab's geschafft. Da bin ich Real Talk jetzt mal gespannt, wie die aussieht. Aha, Größe passt. Man kann da so verschiedene Einstellungen einstellen mit so verschiedenen Effekten. Das passt, glaube ich, so farblich perfekt hier so zum Setup. Das Geilste ist, ich habe das Setup noch nicht einmal gestartet, ne? Wir werden erstmal gleich den PC starten und mal schauen, wie es dann auch noch mit der Tastaturbeleuchtung und sowas aussieht. Eigentlich von der Beleuchtung her sieht es geil aus. Aber irgendwie kriege ich keine Formen, die geil aussieht. Ich wollte nicht zu sehr mit den LEDs und mit der Deko übertreiben. Am Ende kommt sowas bei raus. Deswegen starten wir jetzt einfach den PC. Um ehrlich mit euch zu sein, ich habe gerade direkt die Dinger hier und auch alle anderen unnötigen LED-Sachen abgebaut. Einige Sachen habe ich nicht einmal geöffnet und ich werde die Sachen zurückschicken. Ich habe nachgedacht und mich gefragt, macht dich das wirklich glücklich? Und nein, tut es absolut überhaupt gar nicht. Das Setup sieht so oder so gut aus. Ich will mit dem Geld lieber andere Menschen glücklich machen. Wie zum Beispiel in diesem Video hier.